Finger mal mein Business. Kein GPS, nein, voll mein Instinct. So, wir sind Brudi, Deluxe und Wicked. Wir sind ein Duo und wir machen so modernen Rap auf Deutsch und Französisch. Ich mache eher den Rap-Teil und Vic macht ein bisschen mehr die Musik. Ja, ich mach die. Ich bin Wicked, mache Musik und Tontechnik. Und wir arbeiten seit 2018 zusammen als Duo. Und ja, Lux macht den Rap, ich mach die Produktion. Lauf die Stadt und ich lass dich stehen. Du kennst bereits das Geschehen. Die Jungs können sich nicht benehmen. Frag mich, liegt das am Dieu? Flow, parfois, je le sais. Ne se prendrai jamais en gueule. Combat seulement avec cœur. Dans nos jardins poussent fleurs. La moula, la moula, la moula, le diable nous fait négocier. Gucci, die ist fake, mein Herz, das echt. Woher kommt dein Hate? Hat sich diese Welt verletzt? Meine Gucci, die ist fake, doch mein Herz, das echt. Woher kommt dein Hate? Hat sich diese Welt verletzt? Ja, wir sind hier am Wilhelmsplatz in Nippes. Und ja, hier ist Markt. Und hier kann man aber auch chillen. Wir trinken hier öfter ein Käffchen, treffen Leute. Das ist so ein bisschen so ein. Auch so ein Treffpunkt, weil wir wohnen hier beide um die Ecke. Das ist besser gesagt direkt zwischen uns. Und ja, sehr entspannt. Man trifft hier immer verschiedene Leute, zufällig. Kann hier gut Käffchen trinken, einkaufen gehen und sich aufhalten. Es gibt ja auch nicht so viele Orte in Köln, wo man sich einfach so aufhalten kann. Deswegen ist schon ein guter Spot. Was Rapper so machen? Kaffee trinken und Markt. Dann Köln ist eine besondere Stadt, nicht weil sie schön ist von den Gebäuden her, sondern von den Menschen und deren Einstellung. Das hört sich jetzt Klischee an, aber das ist wirklich so. Hier ist ein super Humor, du kannst mit allen Leuten reden, lachen. Weißt du, hier kommt sogar eine Oma und quatscht sich irgendwie an. Ich so, warum fährst du so ein kleines Fahrrad oder so? Und weil musikalisch, durch diese Offenheit, geht künstlerisch und musikalisch sehr viel. Und ich glaube, es bringt auch mal eine andere Perspektive. Da geht es weniger um dieses Versuchen, irgendwie irgendwas zu sein, sondern es geht mehr um das zu machen und zu sein. Das für mich Köln. Ja. Würde ich bei mir auch sagen. Also Köln ist für mich so, ist Klischee, aber sind die Leute, weil du hast sehr viele Leute, die kreativ sind und sehr verschiedene Sachen machen, aber gleichzeitig auch offen sind. Also das heißt, ich weiß nicht, wir haben in unserem Freundeskreis Leute, die Fotografie machen, die Kunst machen, die 3D-Artists sind, die Klamotten machen, die Schauspiel machen. Und die haben alle andere, eine andere Herangehensweise auch an Kreativität. Und wenn man offen ist dafür, dann kann man halt da voll viel mitnehmen und lernen davon. Und das dann irgendwie mit seiner eigenen Kreativität und Kunst verbinden oder auch einfach nur so für sich mitnehmen. Ja. Und das ist das Gute hier in Köln. Viele Leute machen was, viele verschiedene Leute, viele Kollektive gibt es, die coole Sachen machen. Aber man ist gleichzeitig offen auch für Sachen außerhalb seiner Sparte, seines Bereichs. Das macht für mich Köln auf jeden Fall aus. So Musik zu beschreiben, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall, im Großen und Ganzen ist es Hip-Hop, aber es hat sehr viele verschiedene Einflüsse, dadurch, dass wir auch aus verschiedenen Musikrichtungen unsere Inspiration ziehen, sei es irgendwie, sei es Garage, sei es Breakbeat-Sachen, sei es sehr viel französischer Rap natürlich. Aber auch, wir hören zum Beispiel auch beide gerne Flamenco. Ja. Das sind so Sachen. Und das fließt alles zusammen ein und wird was Neues, auch dadurch, dass es Französisch und Deutsch ist, ja. Was einen eigenen Sound auf jeden Fall macht, den wir, glaube ich, zusammen gefunden haben und über die letzten Jahre entwickelt haben. Ja. Und ich glaube, lyrisch geht es auch viel um irgendwie die Widersprüche unserer Generation. Ne? Dass so wie Gucci tragen und auf Demos gehen für Klima oder so. Also viele die Widersprüche, die wir selber persönlich auch leben. Und aus dieser Spannung heraus schaffen wir unsere Musik.